Hey, hallo, willkommen zurück zu Samkat und heute befassen wir uns mit dem Spiel Underspace. Sah sehr interessant aus auf den Screenshots. Ihr kennt es wie immer, wir tun erstmal die ganze Musik runterschrauben. Und genau, Musik in Highways. Und okay, jetzt gucken wir mal, ob es auch in Deutsch gibt. Ich hoffe, es gibt es in Deutsch, aber scheint nicht so. Affix, bla bla. Okay. Gut. Wir lassen es einfach mal so. Aber es scheint wohl leider nicht in Deutsch zu geben. Das ist schade. Aber egal. Wir gucken, dass wir so reinkommen. Wir starten einfach. New Game. This is Speaker Freighter Gold Convoy 7 to Battleship Hamadryad. Requesting weather update. Gold 7, we read you. Skies are currently clear. UHC trackers report a Category 2 storm on its way to the system. Estimated time of arrival is 5 hours, with 3 star chasers already in pursuit of its core. Hamadryad out. Gold 6, what's your status? Cargo's intact. System check reports no issue. Nav computer is saying we've got 2 hours until the jump hole and it's stable. Acknowledged. Let's get this shipment home, gentlemen. Also man sieht es schon. Es geht hier um Weltraum. Signal is going off. What? That's impossible. Scan for Gold 3 just went down. Full hull breach on multiple decks, both transports. Open a channel on all frequencies and shunt all power to comms. Battleship Hamadryad, this is Gold 7. We are under attack. Repeat SOS. We have taken heavy storm damage. Gold 7, we read you and are scrambling fighters. Requesting status on your attacker. Gold 7, we read no storm. Repeat, what are you under attack from? I don't know. Weg sind sie. Hangar decks, please. Hasn't even been an hour, and they've already got billboards up. So the court convicted you. It's bad, and it's all bad. But not as bad as it could be. Let's get this out of the way. Your fortunes are gone. That's the worst one. You have a small stipend, so you don't... Oh, that's my character. And finally... Ich kann laufen. You're allowed to hold any sort of corporate or estate titles in Baldwin Space. I can't run a company or own property? In Baldwin Space... There's nothing stopping you from emigrating and restarting anywhere outside Valdric. What, become an expatriate? Move to Ujunis or the Axel? It's not so bad, Cardoz. I know plenty of Zero Tens out there that... Ah, so now we get to the core of the issue. Cardoz. Look me in the eye and tell me then. Tell me that I would have been found guilty if I wasn't what I was. Yes, yes, you would have been. It looked bad, Cardoz. Even if you hadn't spent the past 30 years trying to piss off every high house. I love you like a brother, but set aside your pride for a second. You had just taken out a huge insurance policy on those freighters. Security systems were lagging behind, and you yourself admitted that Speaker Freight hadn't seen growth this year. Yes, and all of those had perfectly reasonable explanations. Except your convoy wasn't destroyed by a storm. What? That's what I was trying to tell you. It's where I've been. Okay. Irgendwie geht es da um eine Kompaniegründung. Gildengründung. Und er fährt jetzt zum ersten Mal wohl, also der Protagonist hier in diesem Spiel, er fährt jetzt zum ersten Mal, dass es wohl kein Unfall war, also kein Sturmunfall. Gucken wir mal. Das ist hier Kabel, Joss White. So ein Freund, Waze, Baldwin, keine Ahnung.
Zivillawyer, Notary, also ein Notar und ein Freund. Okay. Okay, wieder viel gelesen. Ihr wisst ja, ich mag lesen. The way I see it, the only option left to you is star chasing. Warum schwebt er eigentlich? Schwebe ich auch? Give me a job. I don't even have a ship. That's not completely true. Ich glaube, denen ist irgendwas passiert, deswegen hat er nichts mehr. Thing out of storage. Had to pull a lot of favors to get it cleared to fly. Das wohl mein Schiff? It will. I'll need to find work. Talk to the chapter master here on Valdric. They're a Macrovari. They won't care about your trial or anything else if they even. Wir gehen einfach. Ich will seinen Quatsch nicht hören. Anything. Nowhere to find me. You'll get through. Geht gar nicht weiter. Thanks, Carl. Warum haben die alle so eine Masken auf? Habe ich die auch? Okay, Tuckelmaus, looking for work. Go to the chapter house on Planet Vortrick by following the red exclamation point. Okay. Ah, das ist Maus. Okay, Rechtsklick ist Maus. Alles klar. Gut, F. Equipment Dealer. Okay, na gut, da komme ich bestimmt noch hin. The Chapter House. Warp to Chapter House, okay. I understand your strength, Dick, but you've got to give me something. A low-risk cruiser, some military adjuncts, anything. We're getting thrashed out here. That'd be up to the consortium, not me. And with the way things are going. What about the way things are going? Mann, mal ein bisschen. Audio runter hier, ist ja schön immer. So. Hallo, was kann ich tun? Why not recruit locally? I've heard UHC 46 has had quite a few graduates. Das ist ja immer noch grauenhaft, Junge. Warum muss ich in jedem Spiel immer über die Hälfte runtergehen, ey? Wahnsinn. So. If I put in a word with the station master there, promise me you'll give them a chance. We both know you don't want to call the red faces in on this. All right. A chance. But make sure Dengariot's honest about what's going on. Muss ich jetzt hier hin oder was? Set out. Quest. Missions. Quest. Oh. Talk to the chapter master with F to begin a campaign mission. On a campaign mission, you cannot take other missions or freely explore until the campaign. Okay, wenn ich eine Kampagnenmission annehme, kann ich nicht mehr frei erkunden und sowas alles und halt keine anderen Missionen annehmen. Okay, also straying, of course, disobeying orders. Also wenn ich mich nicht an die Anweisung halte oder Verbündete angreife, dann fehlt die, also dann geht die. Dann habe ich die halt verloren, ne, die Mission. Dann Chapter Master ein. Ein Roboter. Gut, los, gib mir jetzt hier. Okay. Meet the rest of your squadmates in space. Okay. Jetzt muss ich in space. Hier. Okay. Ah, ich möchte es auch hier nicht alles durchlesen. Als Star Chaser, Team Report, UC. Okay. Könnte wichtig sein. Also. Verstehe nicht, warum man immer so viel. So viel zum Lesen und sowas. Ich meine, Lesen ist wichtig, alles gut, aber Leute, ich will spielen und nicht dauerhaft lesen. Was ist das für Viecher? Okay. Deine neuen Kumpels. Okay, wo muss ich denn hin? Meet the rest of his squad in space. Also, achso, ich muss einfach sozusagen jetzt wegfahren. Ich habe also eine komische Masken auf, okay.
Interessant. Ja, das könnte aber mal so irgendwann unsere Zukunft werden, wa? Also ich finde das gar nicht so abwegig. Ja? Dass wir irgendwann wirklich so reisen werden. Wer weiß. So, wir gucken mal. F2. Warp to Lunch Bay. Genau. Achso, da bin ich schon. Was ist das hier? Lunch to Space? Okay. Ich muss ja nach Space. Das ist also mein Schiff. Pass auf, fliegt nicht durch die ganze Masse. Okay, bin ich gespannt. Ha, Waffen. Pat told me we had new Star Chasers joining. Welcome to the Idol Smashers. Rishan, looks like you've got another Valdwin to chat with. Okay. He looks academy. Pat said he's a veteran. Togel für Space. Ah, okay. Wrong, eh, mister? Call me Cardoz. Das ist Schießen. Okay. Current objective is to run Tagesmodus. Convoy at Agonite. Then on to Spolin. Okay. Space, Toggle Mouse following on and off. Okay. B to increase the throttle. Also W ist nach vorne und nach hinten. X to reverse. Okay. Okay. Double pause. Okay. Und X ist bremsen. Oh, was war das? Upsi. Bin ich gerade irgendwo dagegen geknallt? Okay, fly to the waypoint. Guck mal. Um. Also ich bin ein Fan von diesen X4, ne? Falls das jemand kennt. Was mag ich ja? Ich habe leider das neue noch nicht gespielt. Auch Freelancer ist auch so ein ähnliches Spiel. Es war auch ein ganz tolles Spiel. Roger that, Idol Smasher 2. You think they'll come? Our teams have been hitting them as hard as possible, cutting off supplies where we can. With everything we've done, an opportunity like this is too good to pass up. Roger that. Forming up. Let's hope this works. Okay, jetzt muss ich. Select a target. Ah, die das Wave. It's totally okay. Muss ich formen? Dock with the lane line. Junge, was macht ihr denn? Was machst du denn? Warum gibt's denn unbedingt Gas? Left Control. Ah. Warum gibst du Gas? Ah, Shift ist das, okay. Shift ist schnell, so. Das, okay. Dock with the lane line. Wo ist die lane line? Da unten, okay. Da muss ich hin, okay. Kann ich eigentlich auch mit Controller spielen, ey? Nee, schade. Kein Controller. Das wäre schön gewesen. Aber wir kriegen schon hin. Wir kriegen es hin. So, und jetzt einfach rinfliegen oder was? Ah, rinfliegen? Okay. Gut. We've got contact. This is what I was saying. They're desperate. Pirates have always been a problem along this route. Normal lane line raids, sure. Oh, wo sind sie denn? Oha, da. They're much more organized. Da sind sie. Und Feuer! Piu! Alles, was rot ist, feuern! Bam! Was jetzt? Double Tap to Dutch. Okay. Oh! Wo bist du? Da, komm her. Tschu-tschu-tschu. Krieg dich. Gunboat incoming. Good. Let's see what they're bringing to the... Aua. Warum fliegst du denn auf mich drauf? No, please craft above, no. Switching to engage. Star Chaser. Alpha.
Kann ich das einsammeln? So, jetzt habe ich dich aber. Kabum! Flut. Okay. Ah, hier ist ein großes Schiff. Profaun, los! Bam! Geh kaputt! Gut. So, nächster. Tschu! Kaputt. That was the last of them. I expected more resistance. Let's get through to Spolin. Team, if you've taken damage, deploy some hull. Okay. Charge Schild, G. Okay, hold to repair hull. Collect nearby cargo. Okay, B. Okay, repair hull. Repair Schild. Okay, davon habe ich also auch nicht viel. Okay. Alles klar. Wo fliegt der jetzt hin? Jetzt fliege ich wieder wohin? Reach Spolin Train Yard. We made it! Something feels off. Red Squadron, this is Blue Squadron. We heard you ran into some trouble. Less trouble than we thought. Where are your escorts? They stayed behind, had a gunboat come in that they wanted to take care of. Was there any sign of him? None that we could see. Rishan's right. Something's off. Yoon. What about Green Squad? They should have been the first to arrive. I haven't heard anything. Yoon, Rick and Ren Shipyard isn't responding. Cardos bin ich, okay. Damn it! Cardos, we're forming up on you. Let's get to Rick and Ren, but stay alert. Contact window. Lower left window shows you a list of nearby detected objects. You can select targets by selecting the name of the object. You can filter this. Okay. Alles klar. E. Macht dann Suche. Okay. F1. Manuell Docking enabled. Okay. Okay. So, wo muss ich denn jetzt hin? Dock wirft Rick and Rent Leyline. Wo ist die? Da oben. Okay. Da muss ich hin. Da muss ich also andocken. Warte. Gib mal Gummi hier. Bumm. Hier muss ich gar nicht hin, oder? Doch. Aber andere Richtung. Schumm. So, jetzt. Und durch da. Hä? Alter, buff mich doch nicht, Junge. Wo muss ich denn hin? Doc wüfte Rickenrent Lane Light. Naja, da denn, oder was? This is UNC, Green One. We need reinforcements at Rickenrent Shipyard now. What? Green One, this is Wir fliegen einfach. Where's your convoy? It's gone, they. The Doomsdayers blew it up in the dry dock. I don't think they were after it. But we've got more coming. Get to Rick and Rend now. I think we found the rest of the washers. Break formation. Keep them away from any civilians. Okay. Jetzt muss ich die wieder kaputt machen. Jawohl. Das kann ich, das mache ich. Los geht's. Verwender mit Gebrüll. Wo seid ihr? Da. Nimm mal dich als Ziel. Zack, zack. Ich mach dich fertig. Nächster. So. Kaputt. So, nächster.
Krieg dich. Bumm. Was? Everything lying about. They didn't even bother to pick it up. They wasted a whole gunboat just to make us think they took the bait. I told you they weren't after us. There was another convoy moored, a junk tech hauler carrying Starship cores. It managed to get free, but the Doomsdayers were doing everything they could to take it out. What's the loot? Never seen anyone fight like that. What about Bravado? He was your escort. He took the junk tech ships and fled into the nebula. They were hoping to shake them until reinforcements could arrive. Yoon, I haven't heard from them. Give me their last known coordinates. Rishan, form up. Cardoz, you take point. Alter, missing convoy. Okay. Warte mal. Tap in it. Top speed and high-end engines activate your Abyss Drive. You cannot use your Abyss Drive if you are in dialogue, storms, or to close the station. Jump gates. Okay. Rick and Ren down. No sign of EBZO. This is bad. What's going on here exactly? These don't seem like normal washers. They're not. You need to understand that there's a lot of sects within the washers. Heretics or people with different interpretations of their core beliefs. These ones, though. We call them doomsdayers. They're crazy even by crazy standards. But they were never really a problem. Right. A couple of weeks ago, they suddenly became... Okay, fliegen wir mal hin. They've gone from small raids to out and out looting fortified military bases. They've been taking insane risks. But the thing about the doomsdayers is that they don't value their own lives. Ich habe hier ganz viele Dinger, aber mir fehlt so ein bisschen, wo ich Leben habe, wo ich Leben und Schild habe. Das fehlt mir so ein bisschen. The worst part is we can't catch them. Suicidal as they may be, they don't stick around. They've been able to give us the slip more times than Hat would care to admit. What are they looting? What are they after? I'm not sure. Hat's more into that kind of overarching plot stuff than I am. Okay, also wenn ich das Ding löse, dann kann ich hier das bedienen, okay. Dafür ist das gedacht, alles klar. Das hier Target Closest Enemy, okay. Go to Target. Ah cool, F2. Hier Enter Free Flight Mode, Canceling Any Autopilot, okay. Everything important ships dockables. Okay. Machen wir important, ist okay. Das Deploy Hull Webbing und Deploy Shield Cache. Jetzt sehe ich das auch alles. Okay, was ist das hier? No sign of him. Understood. Everyone get Your Inventory. Okay, das ist mein Inventory. Crafting kann ich auch, okay. Was ist das? Uha. Das ist ja groß. Okay. Lokal Map. Galaxy Map. Oha. What the hell is that? Universe Map. Okay. Too close and focus on the fighters. Ah. Jetzt muss ich aufpassen. Oha. Ihr könnt mal schön alle daneben schießen. Another gunboat's coming in. Looks like it's got some sort of armor. Mensch. Sind aber auch wackelig. Jetzt. Los, geh kaputt hier, du. Lump. First day in the job, ja. Ein toller erster Job. Oh, die große muss ich erledigen hier. Das dauert, wenn ich die kaputt kriege. Mach erstmal die kleinen. So.
pole's starting to fluctuate. What? It looks like it's starting to swell up. It's going to implode. Get clear. Ja, das sieht ganz anders aus, ja. Als würde es explodieren. That was close. Is there any sign of Bravado's life pod, anything? There's nothing but wreckage, Yun. He's gone, as are the cores. Ah, cool. Wenn ich B drücke, hebt er alles auf. Cool. Bravado had been part of the chapter for over a decade. But that's normal, right? We're star chasers. You sure you're a star chaser, Cardoz? Rookies might die by the score, but it takes a lot to kill a veteran. Does this have anything to do with the collapsed jump hole? Maybe, maybe. Schade, dass es nur Englisch ist, ne? Hätte ich mir schon gewünscht, dass das so ein bisschen schon in Deutsch so irgendwie ist. We've just never arrived quick enough to see it. We need to report back to Hat for this. Cardoz, you're the newbie here. You've got first rights to loot what you want out of all this. If I might make a suggestion, though, you'll want to head to Rickenrend and get yourself outfitted. I can't tell you what's coming, but I can tell you it's not going to be easy. Take care of yourself, Speakerson. Oh, ich hab ein Level up. Eins ist gut. Gleich vier. Forming on you, Yun. Gleich Geld gekriegt. Okay, $65,000. Schön. So, Y. Oh, Max Amo. Max Hüll. Reputation Gain, Salvage Rat, Meaning Chance, Schild, Recharge, okay. Ich denke mal, Schild ist immer wichtig. Schild ist immer wichtig eigentlich. Reputation, Max Armo. Armo ist auch wichtig. So, okay. Okay, es gibt Police, es gibt verschiedene Dinge, Records, okay. Gut, was ist jetzt mein Auftrag? Updates. Okay. Landing on Rickenrend Shipyard by following the blue point. Okay, na denn. Dann gehen wir da jetzt hin. Und F2 ist go to target, automatically follow waypoints. Ach, F3 ist das, okay. Zack. Na denn. Auto follow. Das ist ja nett. Wenn er mich automatisch dahin fliegt. So viele Lichter hier. Man kann ja nicht schneller fliegen, das dauert schon ganz schön. Weil für so ein Hyperspace. Für so ein Hyperflug ist das ganz schön langsam. Da kannst du ja noch pissen gehen, wenn da was passiert. Es dauert echt lange, muss ich sagen. Das könnte man vielleicht noch schneller machen. Bisschen zumindest. Ich drücke immer wieder nach hinten. So, na denn, geh mal. Geh mal automatisch dahin. Der steuert volle Kanne drauf zu, ey. Und irgendwie geht auch mein Dings nicht weg. Ich kann meine Leertaste nicht mehr drücken. Oh, was ist das? Was habe ich jetzt gemacht? Oha. Das ist ja cool. Jetzt bin ich im Dings drinne. Aber hey, wieso kann ich...
Ich muss erst F3 drücken, okay. Das macht er nicht automatisch, okay. Jetzt habe ich gerade rausgefunden, V ist wohl die verschiedenen Ansichten. Okay, cool. Doc. Roger that. You are cleared to dock. Proceed to dock number one. Roger that. You are cleared to dock. Proceed to dock number one. Gut, dann dock an. Wo ist denn dock one? Dock Target da. Was passiert hier? Hier brennt es auch irgendwie. Okay, macht automatisch. Er fliegt automatisch rein. Okay. You can land on most stations and planets to access services. You can quickly access basic service and station via the menu, but stations often have secrets hidden away. Okay. Also es gibt auch Verstecke, aber man kann alles über diese Bedienelemente machen. Okay, gut. Gut, interessant. Hier sind wohl anscheinend verschiedene Völker. Also zumindest nach den Farben zu urteilen. Weiß nicht. Wo ich hin muss. Travel. Station Pass, okay. Shopboard, hier ist Shopboard. Okay, so. Aber ich möchte gern erstmal. Naja, egal. Okay, gut. Machen wir nächstes Mal weiter. Wir speichern das Ganze mal ab. Machen wir hier mal. So mal. So. You're safe. So. Das ist abgespeichert. Okay, erster Eindruck. Ja, es sieht ganz besonders grafisch aus. Okay. Auch Gameplay-technisch muss ich sagen, es hat sich gut angefühlt zu spielen. Die Steuerung war gut und einfach. Es war so schnell zu lernen. Fand ich gut mit den verschiedenen Modus, dass man die Maus kriegen kann. Und dass man halt so auch so einen Flugmodus hat, finde ich ganz cool. Hat er hier auch irgendwas? Nee. Okay, also der hat keine Ansicht mehr. Immer nur First Person. Außer das Schiff hat eine andere Perspektive. Ja. Kampf geschehen. Naja. War jetzt halt zwei Kämpfe, ja, so. Aber so der erste Eindruck war ganz okay. Spiele ich auf jeden Fall eine Runde weiter. Und genau. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei uns auf Discord vorbeikommt. dc.sumcut.net. Und genau, da freuen sich auf jeden Fall wir und auch andere Spieler, mit euch mal was zusammenzuspielen oder einfach nur ein bisschen rumzuschnacken. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüssikowski, peace.